Also ich weiß nicht, also ich habe, glaube ich, schon über 3.000 Euro ausgegeben. Euro 10 schon, ne? So, zack. Das kannst du dir kurz anschauen. Und das hätte ich nicht erwartet, ganz ehrlich. Also ich bin geschockt. Hi, Losch. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Danke, ich bin ein bisschen krank, aber sonst geht's nicht. Ah, was? Was ist los? Taxi zu Bornermann-Zelt. Okay, in 5 Minuten bin ich da. Alles klar. Sag aber extra Zuschlag, ne? Nicht vergessen. Was ist das denn? Aber ich bin Taxifahrer geworden. Oh, ist deswegen so hier mit Hut? Die ganzen Taxifahrer fahren so, deswegen. Ich muss mich integrieren. Willst du jetzt einen Kaffee oder ja, nicht? Bitte. Was ist los mit dir? Heute geht es mir auf jeden Fall besonders sehr, sehr gut. Wir haben ja den Taxi gekauft, den W213. Willst du mit mir Zucker? Haben den ja gemessen im letzten Video und hatten ja 154 PS. Also der ist ja voll im Saft. Mercedes, Fahrgestellnummer durchgegeben und ich habe Haufen Papiere bekommen. Was mit diesem Auto alles gemacht wurde und so weiter und so fort. An Reparaturen oder was natürlich online gespeichert wurde. Konnte ich alles abfragen. Oh. Und da habe ich sehr, sehr interessante Sachen rausgefunden. Kilometerstand, stimmt die oder nicht? Der ist ja fast 7 Jahre alt, fast 500.000 gelaufen. Hier, bitteschön. Dankeschön. Kannst du beides auf einmal machen. Ja, Taxi kommt gleich. Okay. Mach Zuschlag, ne? Ja, ein bisschen Geld verdienen nebenbei, weißt du? YouTube läuft nicht so gut, deswegen. Ich sag euch, ihr fällt um. Weil das habe ich gar nicht erwartet. Bevor wir weitermachen, die neue Generation von Motul. Engine. Gibt es eigentlich für alles, also Motoröl, Getriebeöl und. Leute, die sich auskennen, wissen, dass Motul gut ist. Bist du ready? Ja. Dann würde ich mal sagen, wir fahren jetzt eine Runde mit dem Mercedes, weil das haben wir noch nie gemacht. So, Leute, Wie findest du es denn selbst? Weiß ich nicht, ich habe es ja noch nicht geschaut. Oder? Jetzt hast du aber einen zu heftigen Knick da reingehauen. Nee, ich will es aber so haben. Okay. Ich will Rapid Aroma machen. Oh, ich krieg sogar die Tür aufgemacht hier. Sehr nett, dankeschön. Ich brauche mal so Platz hier, wo ich meinen Kaffee erstmal abstelle. Kaffeeabstellplatz gibt's auch. Das natürlich. Eidosch, für die Kunden. Ach so, ich muss auch noch bezahlen gleich, oder wie? Oh. Ich bin auf der Arbeit, ist das umsonst oder was? Taxi Frankfurt, wir haben 4 Euro hier, ihr habt noch nichts gemacht. Also so will ich Geld verdienen, ehrlich, ey. Sieht man das? Sieht man schon. Also mit mir zusammen bist du noch nicht gefahren. Bist du da gar nicht mit dem gefahren? Nein. So, aber du merkst auch schon, der leuchtet sehr, sehr ruhig, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Motortechnisch hört er sich schon okay an. Jetzt schaltet der butterweich. Wir haben ja 9G-Getriebe. Mhm. Aber wenn er wärmer ist, dann schaltet er echt ein bisschen schlecht. Dazu kommen wir noch. Wir werden natürlich eine Getriebespülung machen, das kann ich natürlich sagen. Ich warte momentan auf ein paar Sachen. Ich habe zurzeit sehr viele Schwierigkeiten, hierfür Ersatzteile zu finden. Ehrlich jetzt? Ja. Wusstest du, dass wir noch ein Jahr TÜV haben? Das Auto wurde getüft und danach verkauft. Da haben wir gesehen, HD-Scheibe hinten wurde erneuert. Und die Reifen wurden erneuert. Guck mal. Wer ist das hier? Kollege? Ja, wir haben sie erwischt gerade eben. Ja, ich habe sie erwischt. Was kostet das, ein Punkt? 80, aber du standst doch an der Ampel, das ist alles in Ordnung. Nein, darfst du. Ja, ja. Also, das ist mein Trainer. Also, ich werde das nicht veröffentlichen, wenn ich Sonntag spielen darf. Bist dabei. Alles klar, super, bester Trainer. Dankeschön. Ja, ich habe Muskelfaserriss gehabt bei meinem ersten Sprint. Du lachst. Warst du nicht aufgewärmt? Nicht gut genug, höchstwahrscheinlich. Ja. Also wir haben den Wagen bekommen, der war getüft und dann war der abgemeldet. Und dann stand der da. Dann bin ich gekommen, habe den Wagen gekauft. Ich habe den für eine sehr gute Summe gekauft. Und diese Autos mit dieser Ausstattung kostet ab 20.000 Euro. Wenn aber du das mit weniger Laufleistung. Ja, natürlich, mit weniger Laufleistung und weniger Gebrauchsspuren. Ihr habt natürlich fleißig in den Kommentaren geschrieben, ihr habt gesagt, ey, fährt in die Türkei, macht das in der Türkei, macht das, macht dies, fahr mit denen dahin, fahr mit denen dorthin. Alles geil, aber eins hat mir gefehlt, aber dazu kommen wir auch noch. Problem, ich will den erstmal technisch einwandfreien Zustand machen. Also dann werden wir nochmal bei Midyear vorbeischauen. Wer dieses Video letztens gesehen hat mit der Leistungsmessung, habt ihr ja gesehen, wir haben PS, PS, PS. Und dann bam, bei 154 PS, ganz gerade Linie. Weil da sieht man, wie der runtergedrosselt wurde. Er wird sich das Steuergerät nochmal anschauen und wird höchstwahrscheinlich nochmal was machen. Was machst du? Wo fährst du denn hin? Ich weiß auch nicht. Ich fahre einfach. Ich bin Taxi. Ich muss Geld verdienen. Ja, ich habe 11,10 € schon. Ne? Alter, hast du Geld dabei? Ich glaube, ich habe meinen Geldbeutel dabei. Down ist aber ich good. Weiß nicht, ob ich... Kann man mit Karte zahlen? Alter, du kannst mit allem zahlen. Das ist alles kein Problem. PayPal. PayPal kannst du auch zahlen. Okay. Also ein bisschen zwischendurch. Sag mal jetzt, wie lässt er sich so fahren? Was für ein Gefühl hast du? Ich habe ein bisschen das Gefühl, der schwimmt.
Warum schwimmt der? So ein bisschen so. Ja, weil ich so mache. Nein, nein, aber der ist ein bisschen so. Wie willst du denn merken, dass er schwimmt? Weiß ich nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl jetzt. Ich habe ja gesagt, da wurde keine Spureinstellung gemacht. Und der hat eine sehr direkte Lenkung, hat der. Ich finde auf jeden Fall Laufruhe sehr gut. Ne, Leistung brauchen wir nicht sagen, 150 PS, brauchen wir jetzt nicht extra drücken. Der ist auch ein bisschen kalt, deswegen brauche ich auch nicht. Alles 18 Euro. Geh schnell zurück. Das ist schon. Aber weißt du, was ich komisch finde? Guck mal, jetzt stell mal vor, du fährst jetzt 50 Kilometer und du bezahlst nur diese 50 Kilometer. Ja. Aber zurück muss ich ja auch. Wer bezahlt das? Ach so, dass du wieder zurück zu deiner Station gehst, ja. So auf die Art. Das ist ja voll schlimm. Wenn ich jetzt da stehe, muss der Taxifahrer anhalten? Ja. Oder muss er nicht? Weiß oder macht er das oder nicht? Keine Ahnung. Weiß ja nicht, wie es hier läuft. Keine Ahnung, genau, ich fahre ja nie Taxi. Ich bin doch ganz neu. Du bist neu doch der hier. Taxifahrer. Ich bin ganz neu hier. Wieso erkundigst du dich nicht darüber? Weiß ich nicht, ich bin noch ganz neu. Da hat was getackert. Hast du das gehört? Ehrlich, was hörst du? Hast du Kopfhörer an oder was? Nein, hab ich nicht. Meine Ohren sind drauf. Du hörst Geräusche, die es nicht gibt, Kollege. Das war mein Kaffee. Hier, Motorhaube, habe ich bestellt. Falsch. Das sind nur ein paar Sachen. Das sind die Bremsen vorne, Querlenker, Spurstangen, HD-Scheiben und. Das sind noch die Sachen. Hier, Bremssattel, aber dazu später. Ah, nicht ganz zeigen. Okay. Da war ein Bremssattel und das war noch nicht alles. Ganz kurz hier reinschauen, ganz kurz. So, zack, da und da hinten sind noch ein paar Sachen. Hier, kannst du auch noch mal schauen. Das hier, hier, komm. Das kannst du dir kurz anschauen und ganz kurz kannst du das noch mal schauen. So, da sind auch daneben sind auch noch ein paar Pakete gewesen, ne? Okay, aber wir wollen ja nicht zu viel hier. Ja, dazu kommt noch ein Video. Also ich weiß nicht, also ich habe glaube ich schon über 3000 Euro ausgegeben. Viele haben natürlich auch geschrieben, Yunus, fahr in die Türkei, lackier das Ganze. Lackierkabine, funktioniert, so nebenbei nur. Jetzt sieht der so aus. Jetzt. Der wird sich komplett ändern. Das kann ich euch sagen. Jetzt reden wir darüber, was ich von Mercedes bekommen habe. Und ihr werdet umfallen. Genauso wie ich. Komm, Alter. Komm, komm. Leute, wir haben ja geguckt. 154 PS. Der ist voll im Saft. Motor läuft gut, obwohl er 500.000 hat. Und Leute, die diesen 2 Liter kennen, wissen, dass dieser Motor sehr viele Probleme hat. Schlepphebel, Kette. Injektoren habe ich auch schon mal gehört. Ich selber habe es noch nicht gemacht. Ne? Also dann habe ich die Auszüge bekommen. Hier steht E200D, Limousine, Taxi. Bei 300.000 war am 7.7.2021. Also ich kann euch so viel sagen, das Auto wurde nicht runtergedreht. Das ist alles eine Rechnung nur. Die anderen waren einfach nur Inspektion und so. Das brauche ich nicht zeigen. Aber die Rechnung war sehr interessant. So, was wurde hier gemacht? Geräusche, Motor. Lokalisiert, beseitigt, Befund, Ventil, ausgleichsseitig, fest. Schlepphebel eingelaufen, Nockenwelle ausgebaut, eingebaut, erneuert, Nockenwelle B erneuert, Zylinderkopf aus, eingebaut, Zylinderkopf erneuert. Wir reden nicht von Zylinderkopfdichtung, wir reden von Zylinderkopf. Ne? Zylinderkopf erneuert, Steuerkette erneuert, Schlepphebel alle erneuert, Nockenwelle erneuert, Zusatz, Kraftstoffinjektor ein- und ausgebaut und Injektor an Zylinder 2 und 3 erneuert. Dann natürlich die ganzen Sachen, Zylinderkopfschrauben, Zylinderkopf, Material, so, ne? Material, Injektor und. Also hier wurde alles erneuert. Die ganzen Injektoren wurden erneuert, Zylinderkopf wurde erneuert, Zylinderkopfdichtung und. Schlepphebel, alles. Druckleitungen wurden erneuert, Druckleitung, Flanschdichtung, Mehrlochdichtung und. Federteller. Also ihr müsst euch vorstellen, dieser komplette Zylinderkopf wurde erneuert plus die ganzen Sachen, Federn, Federteller, Ringe, alles, alles wurde erneuert an diesem Auto. So, und danach stand hier Ölverlust am Motor festgestellt. Kurbelwellen, Gehäusedeckel, Riemen, Riemenbetrieb seitig außen eingebaut, abgedichtet. Das ist interessant. So, wo stand das mit der Zylinderkopf erneuert? Hier, zum Beispiel hier, ne? Zylinderkopf. Komplett kostet 2000 Euro. Okay. Und danach Zylinderkopf, darunter Minus. Ne? Mhm. Das heißt, die haben vieles auf Kulanz auch gemacht.
Meinst du, es war vielleicht auch so eine Rückrufgeschichte? Nein, was nein. Ich schätze mal, das war ein guter Kunde, weil der hat ja auch mehrere Taxis. Muss ja vorstellen, fast 3 Jahre hat er ja noch Garantie. Und das ist ja 1 Jahr nach Garantie passiert. Mhm. Oder vielleicht hat der ja auch Garantie gehabt. Ja. Und danach wurde alles erneuert. Hier steht zum Beispiel Zylinderkopf 2000 Euro und danach steht da minus 2000 Euro. Ne? Das ist entweder Kulanz oder Rückruf. Also wird hier gar nicht aufgelistet. Dann haben wir hier Injektoren, ne? Auslassventile, 8 Stück, Kipphebel, 16 Stück. Guck mal hier zum Beispiel Injektoren, 283, da haben sie aber 50% Rabatt drauf gegeben. Wow, Eidosch, oh mein Gott, sorry. Oh, das sehe ich jetzt gerade. Guck mal, bei allen Rechnungen haben die 50% gegeben. Bei allem. Wow. Also, Wahnsinn, ne? Guck mal, du musst dir vorstellen, Zylinderkopf haben die nicht berechnet. Ja, die Injektoren haben die nicht berechnet, weil da ist auch ganz halt minus 1. Was haben die noch nicht? Ne, das war's. Also die Injektoren und Zylinderkopf haben die nicht berechnet. Haben wir eine normale Rechnung von über 12.000 Euro minus 50%. Und dann musst du dir vorstellen, wir haben den Kunden nur 5.000, ja knapp 6.000 Euro genommen. Mhm. Also haben wir hier eine Rechnung von 6.000 Euro. Ja, natürlich läuft der gut. Da wurde ja so einiges auseinandergenommen und erneuert. Ja, aber jetzt, warte mal. Warum haben die den Zylinderkopf nicht berechnet und warum den Injektor nicht berechnet? Was stand nochmal hier? Injektor, Kraftstoff, Injektor, festsitzen. Injektor an Zylinder 2 und 3 festsitzen. Undicht, dadurch verkorkt. Ah, okay. Weißt du, was ich glaube hier, Eidosch? Was denn? Der Injektor war fest, beide oder mehrere. Und die haben beim Ausbau vom Injektor den Zylinderkopf kaputt gemacht. Das kann ja passieren. Genau. Und deswegen haben die gesagt, weißt du was? Wir machen den Motor einmal komplett neu. Mhm. Du brauchst die Injektoren nicht zahlen und den Zylinderkopf nicht zahlen. Ja. Und dann kriegst du nochmal saftige 50%. Ey, bei Mercedes 50%, das ist krass. Also der Motor wurde komplett revidiert. Wahnsinn. Und das hätte ich nicht erwartet, ganz ehrlich. Also ich bin geschockt. Weil ich habe mit allem gerechnet, sofort, aber ich habe jetzt nicht mit einer 12.000 Euro Rechnung erwartet, dass der Motor eigentlich komplett revidiert wurde. Haben wir auch mal Glück hier. Ja, es ist doch super, wenn alles so schön erneuert wurde. Ja, ja, ich habe ja alles gesehen. Ich habe da Ölwechsel gesehen, da habe ich das gesehen, da habe ich dies gesehen. Und dann kam die fette Rechnung. Und dann habe ich die Rechnung gesehen. Ich so, so viel? Dachte ich, okay, jetzt guckst du das vernünftig an. Und das Geile ist, beim Verkauf hat der Typ das gar nicht gesagt. Nicht erwähnt, ne? Nicht erwähnt. Mhm. Interessiert ihr den nicht? Eigentlich hätte er damit noch punkten können, sagen können. Ja, aber ihr wisst ja auch da draußen, wenn ihr ein Auto kauft, da wurde Getriebe erneuert, da wurde Zahnriemen wurde erneuert, Motor wurde auch erneuert. Ihr könnt ja nicht reinschauen. Ne? So ist es. Und das können ja viele sagen. Deswegen, ich weiß nicht, Ibi war dabei, ob er das erwähnt hat oder nicht. Ich weiß es nicht mehr, weil ich war irgendwie in meinem Film sowieso. Ich wollte eigentlich schnell nach Hause, weil ich den Wagen angeschaut habe. Ich habe ein gutes Gefühl gehabt. Und ich war eigentlich mit dem Thema beschäftigt, so günstig wie möglich zu kaufen. Mhm. Und das haben wir ja auch geschafft. Und jetzt ehrlich, wenn ich so eine Rechnung sehe, dann geht natürlich mein Herz auf. Weil wir wollen den Wagen natürlich fertig machen. Und irgendwann ist klar, ich kann nicht alle Autos behalten. Und wenn ich den verkaufen sollte, kriegt er die Rechnung von mir. Und dann sage ich, hier Kollege, alles wurde erneuert hier. Ja, der ist gerade mal 200.000 gelaufen, sogar unter 200.000. Und das ist geil. Ja, total. Ab und zu, wenn ihr mal ein Auto kauft, sei es VW, Opel, Mercedes, Seat, egal was, geht ruhig mal mit der Fahrgestellnummer dahin, gebt die Fahrgestellnummer durch und danach guckt ihr, was ihr bekommt. Warte mal, Fahrgestellnummer, das ist der aber, ne? Ja, da musst du natürlich alles mal immer kontrollieren hier. Danach ist es eine ganz andere Rechnung von einem anderen Auto. Umsonst gefreut. Ich habe die Fahrgestellnummer. Hör jetzt auf. Ja, der wurde falsch getippt. Was? Ja, ja. Nee, nein. Es ist die. Also wenn wir so Chip-Tuning machen, so viel kann ich ja verraten. Und ganz ehrlich, wir werden natürlich eine ganz normale Inspektion machen. Da wird natürlich Motulen dabei sein. Mhm. Und dann bin ich mal gespannt,
was wir an Chiptuning nochmal hier rausholen. Ja. Und wie das auch bei diesen Autos so sind, verbrauchen die trotzdem noch so wenig oder verbrauchen die dann mehr? Ich weiß es nicht. Werden wir auch sehen. Oh je. Wird auch sehr interessant. Aber das Geile ist, wusstest du, dass der 300D auch der gleiche Motor ist? Nö. Ja. Ist der gleiche Motor. Ja, die Injektoren sind anders, Turbo ist anders, aber fast gleich, alles fast gleich. Ja, nachdem alles so erneuert wurde, muss es ja laufen, oder? Warum wohl? Ja. Ja, aber das wollte ich euch auf jeden Fall sagen, das fand ich geil. Ich habe mich gefreut, als ich das gesehen habe, ich war geschockt und danach natürlich die Freude war sehr groß. Nein, ich kann euch nur so viel sagen, es wird ein geiles Projekt. Also ich freue mich, ich werde mir auch viel Zeit lassen. Ihr habt ja gesehen, bei Febi sind sehr viele Sachen gekommen. Also alle Teile sind noch nicht da. Aber wir werden den so wie den S211, wenn wir den von Grund aus wieder aufbauen. Motor bleibt vieles weg, weil Motor ist in Ordnung. Da werden wir echt nur Inspektionen höchstwahrscheinlich machen, sonst gar nichts. Partikelfilter werden wir uns anschauen. Ne? Also das ist richtig dein Traumauto, oder? Also das Auto? So vom... Jetzt noch nicht. Aber wird zu deinem Traumauto. Aber wird vielleicht, höchstwahrscheinlich. Was mit dem Audi eigentlich? Audi ist auch mein Traumauto und Audi werden wir auch noch machen. Da warte ich auch auf Sachen. Aber Audi ist super. Ich fahre den, der ist angemeldet. Ich fahre den ganz normal. Dein Daily. Mein Daily, ja. Ich habe morgen Geburtstag. Ich werde wieder älter. Also wenn ihr das Video seht, hat eine schon Geburtstag. Könnt ihr ja mal gratulieren. Hier. Die wird 23. Oh, übertreib's ja voll jetzt hier. So eine Rechnung macht jeden froh, es sei denn, man muss die bezahlen. Ja, das stimmt. Ja. 50%, also ist schon, der muss schon gute Connection haben. Geräusche, Motor im Leerlauf und Motor schüttelt stark. Prüfen. Oh, stell mal vor, als er da hingegangen ist, was das zu schlimm. Da muss ja richtig was heftig gewesen sein. Ja, ich schätze mal, die Injektoren waren kaputt. Und danach beim Ausbauen der Injektoren haben die es kaputt gemacht. Ist das auch ein Alu-Block? Bei dem Motor ist alles aus Alu. Oh. Kompletter Motor ist aus Alu. Gewinde raus. Ach, das ist natürlich... Wie bei dir. Ja, ja, also es ist ja eigentlich das Gleiche. Die haben, glaube ich, die gleichen Injektoren. Das kann ja passieren, bei dem genauso wahrscheinlich. Natürlich. Hier, schönen Grüße an Mitya, der hat ja letztens einen gleichen Wagen gemacht, Injektoren ausgebaut. Und? Kam das Gewinde schon mit raus. Ja. Öl habe ich ja da fürs Getriebespülen. Ich warte noch momentan auf den Filter. Beim Getriebespülen ist es auch sehr, sehr interessant. Da sind auch sehr viele Faktoren, was wir berücksichtigen müssen. Und dann bin ich mal gespannt, ob das Ganze weggeht mit Spülen. Stimmt. Und wie das Öl aussieht, da bin ich echt gespannt. Taxi-Style. Ja? Taxi-Style. Nichts gegen Taxi. Was, wann kommt denn deine Sendung? Sendung Montag, 21.15 Uhr auf Demos. Ja? Auf nächste Woche, ne? Ja, nächste Woche bin ich dabei. Gut, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Und denkt an Eidosch Geburtstag morgen. Oh, ich bin noch so jung. Sagt wer? Ich natürlich. Ja, natürlich. Man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt. Ne? Oh, ja. Mir tut alles weh. Aber ich fühle mich so jung. Bu kadar basit mich mehr.